heute Abend fallen, Sie hörten es eben bereits, die Entscheidungen in den Mannschaftskonkurrenzen, vielleicht die interessantesten Finals. Lassen sich doch da die verschiedenen Tischtennis-Temperamente und Stilarten beobachten. Und hier kommen wir gerade zurecht zu einem interessanten Spiel, das im Augenblick eine echte Überraschung darstellt, denn im Endspiel zwischen Schweden und der Bundesrepublik Deutschland führen die Schweden mit 2:1 durch Siege von Karlsson und Bengtsson. Den Punkt für die Deutschen buchte Peter Stellwag. Und hier in diesem vierten Spiel ging Bengtsson gegen Hüging im ersten Satz mit 21:18 in Führung. Im zweiten sah es dann auch wieder nach einer klaren Sache für Bengtsson aus. Doch Hüging machte Punkt um Punkt gut, gewann den zweiten Satz mit 19:21. Und jetzt steht es 7:7 in diesem entscheidenden dritten Satz. Engelbert Hüging, das ist der Spieler rechts, der Bärtige also, ein ausgesprochener Verteidigungsspieler, hat jetzt wieder einen Punkt gemacht. 7:8 und der Service kommt jetzt zu Stellan Bengtsson. Bengtsson, der Beste des schwedischen Teams, Weltmeister 1971 und Europameister 1972. In diesem Frühling gewann er das bestbesetzte Turnier in Deutschland, die Top 12, ohne eine einzige Niederlage. Er ist also hier klar Favorit, aber Hüging macht ihm das Leben schwer. Denn Engelberg, Hüging liegt immer noch vorn. Gewinnt der Deutsche, dann hat die Bundesrepublik auf 2:2 ausgeglichen. Gewinnt Bengtsson, dann liegen die Schweden mit 2 Punkten, nämlich mit 3:1 vorn. Und hier steht es im dritten Satz 9:9. Blitzschnell geschlagen, diese Vorhand von Bengtsson. Seitenwechsel in diesem dritten Satz. Bengtsson führt 10:9. Das Engelbert Hüging im Bild, 23 Jahre alt, er kommt aus Köln. Ja, Bengtsson wartet jetzt, bis der Ball genauso liegt, wie er ihn braucht für jenen Schlag, den Jülich Hüging dann eben nicht mehr erreichen kann. 3 Punkte Vorsprung jetzt für Bengtsson. Bengtsson hier im Bild macht mehr Fehler in diesem Spiel als vorher gegen Lieg. Aber Hüging vermochte nur im zweiten Satz die Fehler von Bengtsson auch auszunutzen. Extrem überrichten diese Vorhand. Ah, und ein Netzball und Glück für Hüging, dass der Ball des Schweden nicht noch einmal an die Kante ging. Ein einziges Pünktchen trennt die beiden jetzt. 11:12. Mit der Kante getroffen, dieser Ball. Ein bisschen extrem, dieser Service von Hüging da unter dem Tisch angesetzt. Ich bezweifle, ob das echt etwas bringt. Er hatte vorher gegen Karlsson einige Male Mühe, wieder in die richtige Position zu kommen, wenn der Ball ganz schnell kommt. Man versteckt den Ball vor dem Gegner und vor allem zeigt man nicht, mit welcher Seite des Rackets man den Ball schlägt. Denn sehr oft sind die Seiten unterschiedlich belegt. 14:13 für Bengtsson. Der serviert. Verschossen, 14:14. Bengtsson mit einem stark auf die Seite gerissenen Aufschlag.
Dadurch bekommt er den Ball meistens wieder auf seine Vorhand zurück und kann sofort wieder mit seinen gefährlichen Topspin-Bällen beginnen. Dieser hier. Ja, gute Verteidigungsarbeit von Hügin, aber gegen so platzierte Schläge, da ist nichts auszurichten. 15 zu 14. Bengtsson wieder vorn. Wollte den Schnitt variieren, einmal stark unterschneiden, einmal weniger. Das wurde ihm selbst zum Verhängnis. 14 zu 16 jetzt und der Aufschlag ist bei Engelbert Hügin. Überhaupt nichts ausmacht. 8, 4. Und auch, dass Hügin den Schläger dreht, bringt Karlsson überhaupt nicht aus dem Konzept. Jahre ist er übrigens jung. Der Schwede, er kommt vom BTK Falkenberg. Eines der vielen schwedischen Talente, die Trainer Johansson, Kjell Johansson, der frühere Weltklassespieler, aufgebaut hat. 9-4. 10-4. Jetzt kommt da noch ein bisschen Glück dazu. Beide haben übrigens noch nie auf einem Turnier gegeneinander gespielt. Lediglich bei einem Trainingsaufenthalt von Engelbert Hügin vor einiger Zeit in Schweden hat man einige Bälle geschlagen. Und das imponiert natürlich, mit welchem Biss, mit welcher Härte Karlsson hier im Augenblick jedenfalls den Deutschen beherrscht. Hügin legt auch die Bälle sehr hoch auf und Karlsson tötet dann, dann kommt auch nochmal ein Stopp. Im Ansatz kaum zu erkennen. Dieses Eröffnungseinzel natürlich psychologisch besonders wichtig. Wer hier gewinnt, der kriegt das einmal ein bisschen auftreten. Es sieht fast nach einer Bestrafung aus. Dreizehn sieben, Karlsson. 13-8. 13-9. 14, 9. Hügins Zwischenschüsse sind gefürchtet, aber bisher hat er noch gar keinen anbringen können. Er steht ständig unter Druck. 15, 9. Der spielt wirklich wie ausgezogen. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen bei den internationalen deutschen Meisterschaften in Rüsselsheim. Da leistete er Peter Stellwag viel Widerstand, ehe er 1-3 unterlag. Und dieser junge Schwede ist im Verlauf des Turniers wirklich gewachsen. 9-17.
9, 18. 18 zu 9. Ja, da steht der Ball förmlich. Und Füging kann auch kaum richtigen Effet, richtigen Schnitt geben. 20-10, Karlsson. Das schlägt natürlich der Schwede mit der Vorhand zu. Die ist wirklich steinhart. 20-10, erster Matchball. 21. Und da ist er. 21-11, 21-10. Das erste Einzel dieses Männermannschaftsfinals bei den Europameisterschaften für Ulf Karlsson aus Schweden gegen Engelbert Hüging und damit führt die schwedische Mannschaft mit 1-0. Zweiter Satz im zweiten Herreneinzel des Mannschaftsendspiels und es sieht nach einem ähnlich klaren Ende für die schwedische Mannschaft aus, denn Stellan Bengtsson, der 27-jährige Ex-Weltmeister, führt mit 10-4 und er hat den ersten Satz gegen Wilfried Lieg, den 34-jährigen Lehrer aus Altena, mit 21-19 gewonnen. Da führte der Schwede mit 19-13. Lieg pirschte sich noch heran, aber vergab dann ein bisschen unglücklich beim Stand von 19-20. Und jetzt im zweiten Satz ist der Schwede davongezogen. Stellan Bengtsson, 27 Jahre, und er hat eigentlich schon alles im Tischtennis gewonnen, was man gewinnen kann. Er war Mannschaftsweltmeister, Einzelweltmeister. Er ist ein großartiger Profi mit einer großartigen Berufsauffassung. Er hatte ein Tief im vergangenen Jahr und nun auf einmal wirkt er frisch und aggressiv wie eh und je. Er hat auch den Schlägerbelag gewechselt auf der Rückhand, spielt damit Noppen außen. Das macht seine Rückhand manchmal eine Schwachstelle, gerade bei Angriffsbällen gefährlicher. Wilfried Lieg, das darf ich hier einfügen, auch wenn er dieses Einzel verlieren sollte, in der deutschen Mannschaft, der ruhende Pol, der 34-Jährige, der schon einmal seine Karriere beenden wollte, hat hier einmal mehr gezeigt, wie unersetzlich er ist. Früher hat man immer gesagt, er würde in entscheidenden Situationen verkrampfen. Hier hat er ganz hervorragend gespielt, er hat auch eine ganz hervorragende Bilanz mit 8 Siegen und 4 Niederlagen. Eine typische Aktion von Lieg. Hier können Sie sein Spielsystem sehen. Er steht am Tisch, er blockt die Bälle, bekommt dann natürlich Fahrt und er hat ein sehr großes Ballgefühl, ein hervorragendes Reaktionsvermögen und damit kann er auch klasse Leute wie Bengtsson zumindest gelegentlich ausplatzieren. Aber Stellan macht das Spiel schnell. Er spielt übrigens nicht allzu gern gegen Wilfried Lieg, der ihn schon einige Male geschlagen hat. Auch in diesem Jahr schon einmal bei den internationalen französischen Meisterschaften. Aber Lieg hat doch mehr Niederlagen gegen Bengtsson kassiert. Klasse. Während Lieg ja dicht am Tisch steht, bei vielen Aktionen tänzelt der Schwede mit kleinen Sidesteps, blitzschnell gelaufen hin und her, hat eine glänzende Beinarbeit. Vielleicht kann uns das gelegentlich mal die Kamera zeigen. Aber 15-11 für Stellan Bengtsson. 16-11.16-12. 17-12.
13, 17. 1,68 Meter groß ist Stellan Bengtsson. Mini-Stellan hat man ihn früher genannt, ein wenig liebevoll. Und das Gesicht ist auch noch sehr jungenhaft. Aber er ist ein waschechter Profi. Aber im Auftreten sehr zurückhaltend, sehr bescheiden. Etwas, was auch für Wilfried Lieg gilt. Der Lehrer ist kein Profi, der sich seine Zeit einteilen muss zwischen Familie, Sport und Beruf. Das war vielleicht die letzte Chance. 13 zu 19. Ja, auch Bengtsson macht 20. zu viel Druck für die deutsche Konkurrenz. 20 zu 14, erster Matchball. 21-14, 2 zu 0 Sieg von Stellan Bengtsson über Wilfried Lieg und damit 2 zu 0 Zwischenstand für die Mannschaft Schwedens gegen die Bundesrepublik Deutschland. Im dritten Einzel dieses Europameisterschaftsfinals sozusagen ein Treffen von zwei Clubkameraden, denn sowohl Peter Stellwag, der Deutsche, wie auch der Schwede Ulf Torsell hier im Bild, gehören dem Bundesligisten SSV Reutlingen an. Torsell, wie seine Mannschaftskameraden, ein Tischtennis-Profi, verdient seine Brötchen in der Bundesliga. Aber gegen Peter Stellwag hat er zumindest im ersten Satz kleine Brötchen gebacken, denn der deutsche Meister hat mit 21 zu 12 recht klar gewonnen. Zweiter Satz, 5 zu 3 Führung für Torsell. Das Gesicht von Peter Stellwag drückt schon ein bisschen Resignation aus. Eigentlich noch gar keinen Grund. 7-3, Torsell. Bei ihm wechseln ja Licht und Schatten. Er hat hier große Spiele gemacht, hat dann aber auch wieder ein bisschen gegen sich selbst kämpfen müssen, der Peter Stellwag. Aber man muss sagen, die Hänger, die er früher hatte, die sind eigentlich seltener geworden. 8-4. Er darf natürlich den Schweden nicht zum Vorhandschuss oder Vorhand-Topspin kommen lassen. Torsell, vor allem ein Aufschlagkünstler, unberechenbar in seinen Leistungen. Kürzlich wurde er Zweiter beim europäischen Tischtennis-Ranglistenturnier in München hinter seinem Landsmann Stellan Bengtsson. Er muss ein bisschen mehr ziehen. Der Blick geht nach oben. Hier muss man vielleicht etwas zur Halle sagen. Dieses Allmendstadion ist ja die Heimat des Schweizer Eishockey-Spitzenclubs SC Bern. Und für Eishockey ist das sicherlich eine gute Halle, aber die Tischtennisspieler haben hier doch mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Halle ist kalt, trotz der Warmluftschlangen. Und vor allem gibt es einen Luftzug. Und der kann die Kontrolle des ja nur 2,5 Gramm schweren Balles ein bisschen beeinträchtigen. Aber ich will nicht sagen, dass es hier irreguläre Ergebnisse gegeben hat. 10-9 für Stellwag. Der Deutsche ein technisch perfekter Spieler, dessen Entwicklung noch gar nicht abgeschlossen ist. Sie können vielleicht in dieser Kameraeinstellung sehen, welche Kurve der Ball beim Aufschlag von Torsell beschreibt. Um es salopp zu sagen, er eiert ein bisschen.
Warten Sie. Und mit so einem Aufschlag, der schwer zurückzubringen ist, übernimmt natürlich dann ein so angriffsstarker Mann wie Torsell sofort die Initiative. 11-11. Sterwak scheint mir im Augenblick auf den Beinen ein bisschen langsam und diese Ballonabwehr ist nicht sehr glücklich. Das weiche Gehen kann durchaus einmal einen Gegner aus dem Rhythmus bringen. Für Peter Sterwak. Und dieser Anschlusspunkt muss kommen. Sonst sehe ich wirklich schwarz für die deutsche Mannschaft. Übrigens, noch nie stand ja ein deutsches Herrenteam im Finale. 1962 gab es als beste Platzierung bei Europameisterschaft selbst mit. Dafür die Rückkehr. Die sollte übrigens Peter Sterwak viel öfter einsetzen. Die Schweden übrigens von 1964 bis 1974 sechsmal in Reihenfolge Europameister, damals mit dem großen Team Alsér, Bengtsson und Kjell Johansson, der heute Trainer ist. 17-13 für Peter Sterwak. Jetzt muss er noch den Aufschlag überstehen. Schade. Es ist übrigens nicht ganz einfach, auf diese hohen Bälle, wenn sie richtig hinten platziert werden, draufzuschlagen. Die Bälle sind tot. Wie die Tischtennisspieler sagen. 18. Kosten den Angreifer auch Kraft. Das sieht natürlich ein bisschen simpel aus und ein bisschen unkonzentriert, aber man muss auf diese Aufschläge manchmal auch mit vollem Risiko draufschlagen, weil es keinen Sinn hat, einen harmlosen Rückschlag zu riskieren. 20-16 für Peter Sterwak, 4 Matchbälle. Bei eigenem Aufschlag. Und Tempowechsel und die Seite gewechselt. 21-16. Damit der Anschlusspunkt und Spielstand nach diesem Sieg von Peter Sterwak über Ulf Torsell nunmehr nur noch 2-1 für Schweden. Und hier noch einmal in Zeitlupe. Ich glaube, das ist nicht der Matchball. Nein, Torsell hat ja Aufschlag. Aber hier kann man noch einmal die Ballführung und vor allem auch die Ballonverteidigung erkennen. 14. Kostet viel Kraft. 18. So, meine Damen und Herren, und jetzt um 0.05 Uhr deutscher Zeit, hier in Bern haben wir es erst 23.05 Uhr, sind Sie jetzt live dabei bei diesem Europameisterschaftsfinale der Herrenmannschaften im Tischtennis. Und aus dem 2-1 für Schweden ist ein 3-1 geworden. Denn Engelbert Hüging hat in einem guten Spiel gegen Stellan Bengtsson in 3 Sätzen verloren. Aber nun führt Peter Sterwak 1-0 in den Sätzen, 21-10.
und jetzt im zweiten Satz mit 11-9 gegen Ulf Porsell. Und das wäre der erneute Anschlusspunkt. Und nicht Ulf Porsell, sondern Ulf Karlsson ist es, gegen den Peter Stellwag hier spielt. Denn Ulf Porsell, das hatten Sie ja vorhin gesehen, den hat er ja bereits gezwungen. 11-11. Schön mit der Rückhand diesen Ball dirigiert. Da war natürlich ein bisschen Glück dabei. Der Schwede stand schon richtig, um seine Vorhand abzuschießen, die ja wirklich kernig ist. Netz. 13-11 und Netz zu Aufschlag. Vorwärtsdrang des Schweden ist wirklich erstaunlich. Das ist eine jugendliche Unbekümmertheit mit 19. Selbstbewusstsein. Ja, und wieder ein Punkt mit der Rückhand. Gerade auf der Rückhandseite hat Peter Stellwag, der ja ein technisch ganz hervorragender Spieler ist, in jüngster Zeit, so meine ich, Fortschritte gemacht. Der sollte diese Waffe vielleicht noch öfter einsetzen. 16-13. Diese Umklammerung, da kann man sich natürlich kaum noch lösen. Wenn der hochgewachsene Blonde aus Falkenberg, zumindest derselbe Club, aus dem auch Stellan Bengtsson kommt, mit der Vorhand zum Zuge kommt, dann wird es sehr, sehr schwer, da sich herauszuschlagen. 16-15. Ja, das ist wichtig, dass der Schläger abgewischt wird. Es kann ein Schweißtröpfchen drauf sein. Das würde dem die Kontrolle des Balles beeinträchtigen. Ja, Aufschläge sind im modernen Tischtennis mit das A und O, das muss man üben. Die Chinesen sind da ganz große Meister, die machen das stundenlang am Tag. Aber das kostet auch Überwindung. 17-18. Es wird eng im zweiten Satz. Netz. 18-18. Gelingt Peter Stellwag der Anschlusspunkt zum 2-3? Oder zwingt erst einmal der Schwede einen dritten Satz?
Der Ball war clever gespielt. Den hat er also lange nicht mehr in diesem Match eingesetzt. Diesen kurzen Ball in die Vorhand. Und wieder die Vorhand von Carlsson, die wie gesagt schon manchen europäischen Spitzenmann in diesen Meisterschaftstagen in Bern erschreckt und geschockt hat. Matchball. Achten Sie mal auf die Verwringung des Körpers, wenn der Aufschlag gespielt wird. Und versucht dadurch durch eine Körperhaltung dann richtig Schwung und Drall zu bekommen, den man eben auf den Schläger und damit auf den Ball überträgt. Auf den Ball natürlich. 20 Meter. Ja, das war die Chance, mit der Vorhand nachzustoßen. Zweiter Matchball für Peter Stellbach. Den ersten Satz hat er ja ganz klar gewonnen. Da hatte er den Schweden jederzeit sicher im Griff. Aufschlagwechsel wieder. Geschlagen. Auch der zweite Matchball nicht verwandelt. Jetzt folgt natürlich erst einmal der Griff zum Handtuch. Das Spiel ist ja so athletisch geworden, dass die Spieler, auch wenn sie austrainiert sind, sehr, sehr viel schwitzen. Manchmal ist allerdings auch ein bisschen Unart dabei. Man will den Gegner aus dem Rhythmus bringen. Und der erste Satzball für Carlsson. Das war eine klare Vorhandchance, die Peter Stellbach da vergeben hat. Und 23-21, der zweite Satz für Ulf Carlsson, den 19-jährigen Schweden. Und wir müssen uns hier nicht nur auf einen dritten Satz, sondern glaube ich auch auf einen langen Abend einrichten, wenn Peter Stellberg, was wir immer noch hoffen, diesen dritten Satz in diesem Europameisterschaftsfinale erreichen sollte. Etwas zum Spielsystem. Schweden Weltmeister wurden und China entthronten. Da endete das Ganze nachts um zwei. So lange dauert. Auf der einen Seite hoffen wir es natürlich. Denn es würde ja bedeuten, dass die deutsche Mannschaft noch einmal nach vorne kommt. Aber konzentrieren wir uns nun auf den dritten Satz von Peter Stellberg gegen Ulf Carlsson. Beide Mannschaften natürlich ein bisschen ausgelaugt nach den schweren Spielen der vergangenen Tage. Und vorhin, das möchte ich noch nachtragen, bei der Dreisatzniederlage von Engelbert Hüging gegen Stellan Bengtsson, da glaubten wir, dass Stellan Bengtsson im zweiten Satz ganz klar Engelbert Hüging beherrschen würde, als er 19-15 führte. Und dann hat der Deutsche noch einmal sämtliche Kräfte mobilisiert und dann schien es, als ob Stellan Bengtsson doch den kräftezehrenden Spielen der letzten Tage Tribut zollen musste. Da wurde er weich und Engelbert Hüging konnte den zweiten Satz noch 21-19 gewinnen, nachdem er den ersten 18-21 abgegeben hatte. Und auch im dritten führte Hüging teilweise mit zwei Punkten, aber in der Schlussphase war dann Stellan Bengtsson wieder sicherer geworden und konnte ein 21-16 herausspielen. Aber 4-1 Führung für Stellberg. Fünf, zwei.
Der Schwede übrigens der einzige Rechtshänder im Team der Trikoners. Das ist natürlich spektakulär, diese Ballonverteidigung. Und es ist manchmal nicht leicht, auf diese Bälle hart drauf zu schlagen. Peter Stellberg hat den Punkt gemacht. Jetzt 7:3 für ihn. Man soll nicht wegmessern, aber dieser Aufschlag war meiner Ansicht nicht korrekt. Aber was soll's? Den anschließenden Return von Stellberg hat ja Karlsson verschlagen. Peter Stellberg darf sich nicht die Initiative abkaufen lassen. Er muss Druck machen. Netz. Das heißt nicht, dass er überhastet spielen muss. Aber wenn die Vorhand der Schweden kommt, diesmal kamen sie glücklicherweise nicht, dann ist höchste Gefahr gegeben. Wechsel im dritten Satz, Seitenwechsel. Das ist diese Vorhand. Noch etwas zum Thema Linkshänder bei den Schweden. Ich habe mich darüber mit dem Trainer Kjell Johansson unterhalten. Er sagte mir, dies sei wirklich nur ein Zufall, dass mit Torsell, mit Bengtsson und mit den blutjungen Appelgren und Lind, das sind Spieler, die 16 und 19 Jahre jung sind, die einmal groß werden können, das sei wirklich nur ein Zufall, meinte er. Das habe sich so ergeben. Ach, diese Vorhand von Peter Stellberg, die sollte möglichst oft erzielt werden. Netz. Ja, natürlich fallen da manchmal Schweißtröpfchen auf die Platte, auf den Tisch. Das sind manchmal diese simplen Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben. Netz. Genauso etwa die Tatsache, wenn der Schlägerbelag um den Millimeterbruchteil vielleicht doch zu dick oder zu dünn ist. Natürlich wird da viel eingeheimnet, auch von den Spielern selbst. Aber wichtig ist, dass der Glaube hilft in solchen Fällen. 13. Hälfte Stellberg. Und die Rückhand. Ich weiß nicht, ob Sie es hören können, ermunternde Rufe von den Rängen. Peter, Peter, Sie wollen ihm Mut machen. Ich muss auch sagen, bisher, in diesem Finale hat Peter Stellberg
gut gespielt, er hat keinen Hänger gehabt. Er hat jederzeit versucht, seine Chance wahrzunehmen. Wie eben auch, 14:12. Bei der Rückhand hat er keine allzu hohe Fehlerquote, das ist erfreulich. Er setzt sie zwar sparsam ein. Ja. Auf dem falschen Bein. 16:12. Hauptsache, Peter Stellwag übersteht jetzt den Aufschlag des Schweden. Ist natürlich von hier oben kaum auszumachen, wie viel Drall diese Aufschläge haben, wie giftig sie sind. Ja. 14:19. 2 Punkte noch. Und das 2:3 für die Deutschen. 14:20. Willkommen. Fehlaufschlag. 14:20. Und 21:14. Dieser dritte Satz für den Reutlinger. 4:4. Zuspitzung gestern Abend. Da wurden dann die Sätze ausgezählt. Und da hatten die Schweden gegenüber den Tschechen das bessere Ende für sich. Den Tschechen nutzte auch die knappe 5:4 Führung oder das knappe 5:4 Resultat gegen die Engländer nichts mehr. Das Aufschlagzeremoniell, nicht ganz unwichtig. Und Torsell wird aufschlagen. Und wie gesagt, er hat einen sehr gefährlichen Aufschlag. 1-0. Der erste, tja, im Tennis würde man sagen, ein Ass. 2-0. Wilfried Lee kommt nicht ins Spiel, der 34-jährige Altena. 4-0. Ähnliches passierte Wilfried Lieg heute auch im letzten Einzel gegen England, gegen Paul Day. 0-5. Und nachdem er den ersten Schrecken überstanden hatte und sich an den Drall gewöhnt hatte, zwang er den Engländer doch noch. Hoffentlich schafft das auch bei Torsell. 0-6. Der aber erstmal mit 6:0 in Führung geht. 1-7. Torsell.
eine typische Aktion für den Blockballkünstler Wilfried Lee. Neun, drei. Für Tom. 10-4. Vier, elf, lieb. 5, spektakuläre 10. Ballwechsel. Ist sehr rar an diesem Match. Ist noch ein bisschen 12. An der Spielweise. Die passen nicht so richtig zueinander. 6, 12. Doch darauf kommt es letztlich nicht an, sondern den Punkt, den man macht. 6, 13. Torsell. 14 zu 6 für Torsell. Und wieder der Aufschlag. 14, und prompt das 15 zu 6. 15, 7. Der Schwede platziert sehr viele seiner Schüsse in die Tischmitte, den Körper von Lieg, aber so abgesetzt, dass er in die Vorhand kommt und nicht in die Rückhand. Wie eben. 9, 16, Lieg. 10, 16. 12 Torsell, 24 Jahre alt. 11, 16. 11, 17. Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass sich nach dem schlechten Beginn Wilfried Lieg wieder etwas herangepirscht hat. Aber dann der missglückte Block. 11, 18. 19 zu 11. Torsell bedient vor allem die Vorhand von Wilfried Lieg. Da kann er natürlich nicht so gut blocken. 20 zu 11. Netz. 21 zu 11. Wir hätten jetzt eine Strichliste führen sollen. Aber ich schätze, es waren mindestens 6 oder 7 Asse, die Torsell gemacht hat. Bundestrainer István Korpa gibt Tipps. Der Jugoslawe, selbst einmal ein klasse Spieler. Und diese Ausholbewegung des
Schweden. In der Zeitlupe deutlich zu sehen. Saubere Rückhand geschlagen und noch einmal der Topspin. Aber doch mehr jetzt eine typische Passage für Leaks-Fähigkeiten am Tisch stehend, den Punkt zu machen. Diese Halle fasst 16.000 Zuschauer, ist wie gesagt eine Eishalle und das sieht natürlich, wie Sie eben gesehen haben, ein bisschen trostlos aus. Es sind etwa 4.000, die sich hier in dieser großen Halle verlieren. 4.000, eine beachtliche Besucherzahl für eine Tischtennisveranstaltung. Aber wie gesagt, hier nimmt sich das ein bisschen bescheiden aus. Beim Eishockey, das sollte man hier einmal anführen, ist diese Halle sehr oft ausverkauft. Der FC Bern, der Schweizer Traditionsverein, der hier spielt, wirkt wie ein Magnet, mehr als der Stelle. 1, 2. Nett. Xaver Unsinn übrigens, der Bayer ist ja hier Trainer beim FC Bern, der ja lange Zeit auch Schweizer Meister war. 1, 3. Aber zurück zum Tischtennis und wieder ein schlechter Start gegen Wilfried Lieck, 1-3 bei eigenem Aufschlag. 3-2 Dursel. Oh. 4-2. Ja, es kommt kein richtiges Spiel zustande zwischen beiden. 5-2. Es ist natürlich auch so, der Wilfried Lieck würde sicherlich die Aufschläge Paul Bells irgendwie zurückkriegen. 5-3. Aber es hat keinen Sinn, den Return ohne Risiko zu spielen, denn dann macht der Gegner todsicher den Punkt. 6-3. Nett. 3-7 Lieck. Bei diesen Aufschlägen von Torsell sieht man auch, wie sie durch die Drehung im Handgelenk jetzt den richtigen Drall bekommen. 3-8. 8-3. Das Ende schreitet hier offensichtlich schnell, zumindest in diesem Einzel. 4-8. 5-8. 5-9. Er kann auch diese Vorhand nicht neutralisieren. 10-5. Und nun macht sich auch die schwedische Kolonie hier bemerkbar mit Heja-Rufen. 11-5. Mag das simpel aussehen. 6, aber 14, diese Bälle sind mit so fürchterlichem Drall aufgeladen. 7, 14. 14-7 für Tosse.
15. Und wenn man natürlich auch erstmal eine Erfolgsserie hat, dann glückt einem auch alles. Ein kleiner Trost, den schönsten Ballwechsel in diesem Satz, den entscheidet Sieg für sich. 8-15. Nein, 15. 15 zu 10 und Aufschlagwechsel. Und 16 zu 10. 10. Ja, er wirkt wirklich hilflos gegen diese Aufschläge.